Mein Gott, ist das beziehungsreich. Ich glaube, ich übergebe mich gleich. Robert Gernhardt ist bereits in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen und mehr Ehre kann man als Dichter und Schriftsteller wohl kaum erreichen. Die einen vergleichen ihn mit Heine, ein anderer verglich ihn mit Bert Brecht. Gernhardt ist einst, muss man sagen, mit der satirischen Zeitschrift Titanic groß geworden. Er hat Texte für Otto, nicht nur den Film, geschrieben. Gernhardt hat aber auch Anerkennung als Dichter gefunden. In seinem Buch Robert Gernhardt über alles heißt es zusammenfassend, ein Lese- und Bilderbuch mit Satiren, Humoresken, Fabeln, Märchen, Erzählungen, Texten, Gedichten, Bildgedichten, Bildergeschichten, Bildern und Zeichnungen. Es sind also viele Talente, über die er verfügt. Ein weiteres wird er uns jetzt demonstrieren. Es liest Robert Gernhardt seine Gedichte. Ja, eine Lesung ist laut Programm angesagt. Aber was ist das, eine Lesung? Ich habe versucht, in einem Gedicht eine Antwort darauf zu geben. Lesung. Menschen schauen mich an, da kommt der Gernhardt-Mann. Menschen schauen mir zu, das ist der Gernhardt, du. Menschen schauen mir nach, das war der Gernhardt, ach. Menschen schauen sich an, der will auch nicht jünger. Das Gedicht verdichtet haben wir in der Schule gelernt. Ich jedenfalls habe es noch gelernt. Aber was kann es noch? Verdichten kann es, das haben wir eben gerade gesehen. Viel schneller kann man eine Lesung nicht abhandeln. Aber was wir jetzt vor uns haben, wird ein bisschen länger. Denn was kann das Gedicht in dieser Zeit der vielen Medien, die diese zarte Stimme des Gedichts übertönen? Das will ich überprüfen anhand der großen Themen der Dichtung, der Themen, die seit Pindar, seit Sappho sich durch die Dichtung ziehen, Liebe und Tod, Natur und Kunst. Und ich will mir die Frage stellen, gibt es neue Themen, von denen eben Pindar, Sappho, Goethe, selbst Rilke nichts wussten? Eine Antwort versuche ich aufgrund zweier Bücher, beide habe ich zu verantworten. Eins heißt Gedichte 1954 bis 1994 und das andere noch nicht erschienen, und daraus stammen die meisten Gedichte, wird im Herbst Erscheinen und lichte Gedichte heißen. Das erste Thema, das ich abhandeln möchte, ist der Tod. Dann haben wir es hinter uns. Ein Glück. Wie hilflos der Spatz auf der Straße liegt, er hat soeben was abgekriegt. Da hebt das den Kopf, was erledigt schien. Könnten Spatzen schreien, der hätte geschrien. Der hätte gebettelt, erlöse mich. Der Erlöser wäre im Zweifelsfall ich. Ist sonst niemand da, die Straße ist leer, der Wind weht leicht und der Spatz macht's mir schwer. Wen leiden zu sehen, ist nicht angenehm. Wenn wer sterben will, ist das sein Problem. So red ich mir zu und geh rascher voran. Ein Glück, dass ein Spatz nicht schreien kann. Und vom Tier zum Menschen. Der Baldi oder ein verwirrender Moment auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Glaubte Baldi aus dem ICE aussteigen zu sehen, in dem ich saß, es sollte nach München gehen und wir waren in Stuttgart, als ich ihn zu sehen wähnte. Das war doch der Baldi, der da auf dem Bahnsteig gähnte und an mir vorbeiging, ohne mich zu grüßen. Na Baldi, dachte ich mir, das sollst du mir büßen, schaute ihm nach, wie er von dannen eilte und entsann mich plötzlich, dass Baldi gar nicht mehr unter den Lebenden weilte. Weil es doch Baldi als Ersten der Klasse geschrägt hatte, sah noch, wie die Gestalt, nachdem sie sich Richtung Halle bewegt hatte, stehen blieb, begrüßt von anderen Gestalten und dachte noch, für einen Toten hat sich der Baldi aber erstaunlich gut gehalten. Vom einzelnen Menschen möchte ich das ausweiten, ins Allgemeine gehen. Von den Menschen sprechen oder dem Menschen das Dunkel. Menschen kleiden sich gern bunt, das hat einen dunklen Grund. Menschen zeigen sich gern nackt, Dunkelheit in Haut verpackt. Ob im Mann, ob im Weib, Dunkel herrscht in jedem Leib. Auch trifft zu, dass Greis und Kind innen völlig dunkel sind. Hinter jedem roten Mund öffnet sich ein dunkler Schlund. Meerrettich und Brot und Wein lässt der Schlund ins Dunkel ein. Rein in Magen, Blase, Darm, alle dunkel, aber warm. Wein und Brot und Meerrettich wandern durch ein dunkles Ich. Auf dem Weg vom Ich zum Du freilich geht's noch dunkler zu. Dunkel lockt der Zeugungstrieb, lass mich ein, hab mich lieb. Dunkel bleibt auch, ob es frommt, dass da das zusammenkommt. Same sah nie Tageslicht, Ei warf niemals Schatten nicht.
Klar ist nur, dass es das Glied geradewegs ins Dunkel zieht und dass es ein Spalt empfängt, den es dunkel zu ihm drängt. Dunkel ist, was sich dann tut. Dunkel herrscht, wenn alles ruht. Doch im Schoß der dunklen Nacht regt sich dunkel der Verdacht. Alles Licht sei eitel Schein auf dem Weg ins Dunkelsein. Und jetzt können wir schon zur Liebe übergehen. Ein Liebesgedicht. Kröten sitzen gern vor Mauern, wo sie auf die Falter lauern. Falter sitzen gern an Wänden, wo sie dann in Kröten enden. So du, so ich, so wir, nur wer ist welches Tier? Und vom einigermaßen allgemeinen Liebeskampf zum lyrischen Ich, das ein Gottesurteil zu verkünden hat. Euch Frauen all, die ich begehrt, euch hat der Zahn der Zeit versehrt. Euch Frauen all, die ich gebraucht, euch hat des Lebens Fuß verstaucht. Euch Frauen all, die ich umschwärmt, euch hat des Schicksals Faust verhärmt. Euch Frauen all, die ich versucht, euch hat der Gottheit Mund verflucht. Ihr Frauen all habt ihn verschmäht, tut Buße, ehe es zu spät. So eine Liebe kann ja auch gut ausgehen und dann entsteht aus etwas sehr Liebem, etwas sehr Schönes, die Geburt. Als aber in der finsteren Nacht die junge Frau das Kind zur Welt gebracht, da haben das nur zwei Tiere gesehen, die taten gerade um die Krippen stehen. Es waren ein Ochs und ein Eselein, die dauerte das Kindlein so klein, dass da lag ganz ohne Schutz und Haar zwischen dem frierenden Elternpaar. Da sprach der Ochs, ich geb dir mein Horn, so bist du wenigstens sicher vorn. Da sprach der Esel, nimm meinen Schwanz, auf dass du dich hinten wehren kannst. Da dankte die junge Frau und das Kind empfing Hörner vorn und ein Schwänzlein hint. Und ein Hund hat es in den Schlaf gebellt. So kam der Teufel auf die Welt. Von der Liebe zur Natur ist es ein sehr kleiner Schritt. Man sagt, die Liebe sei die natürlichste Sache der Welt. Aber wie steht es eigentlich um die Natur? Wie natürlich ist die heute noch? Naturblues. Kaum atmest du wegen der Eichen auf, da gehen schon die ersten Kastanien drauf. Natur. Kaum lassen die Kinderkrankheiten nach, da fühlst du dich schon etwas altersschwach. Natur. Kaum erholt sich dein Land von der Trockenheit, da macht sich bereits wieder Hochwasser breit. Natur. Kaum hast du entdeckt, welcher Wein dir schmeckt, da hat das auch deine Leber gecheckt. Natur. Kaum lockt dich der blühende Wiesenrain, da stellt sich dort auch schon die Milbe ein. Natur. Kaum weißt du, wo man gut essen geht, da empfiehlt dir der Arzt eine Nulldiät. Natur. Kaum geben die letzten Amseln Ruhe, da gibt schon der Kauz seinen Senf dazu. Natur. Kaum kommt der ersehnte Schlaf herbei, da weckt dich schon wieder Amselgeschrei. Natur. Kaum, dass du die Kunst zu leben erlernst, da macht schon der bleiche Geselle ernst. Natur. Vom Allgemeinen wieder ins Persönliche. Das lyrische Ich kommt zu Wort am Abend der ersten Extraktion. Ich bin nicht mehr vollkommen, ein Zahn ward mir genommen. Ein Zahn, der über 50 Jahre in meinem Munde heimisch war. Ein Zahn, der stolz und selbstgewiss noch härtestes Gebäck zerbiss. Ein Zahn, der kaute, lebte, litt, bis man ihn aus dem Zahnfleisch schnitt. Heut Morgen lag er nackt und klein vor mir, ein Kind aus Elfenbein. Ein Teil von mir, ein Stück, das fehlt, obwohl es mich nun nicht mehr quält. Die Zunge sucht an diesem Fleck vergeblich, denn der Zahn ist weg. Stattdessen derart wunde Haut, dass sie die kaum zu lecken traut. Der Zahn ist fort, es ist soweit, mein Zahn verging vorm Zahn der Zeit. Er ging voran, der Rest folgt nach, heut Abend lag ich lange wach. Zurück zur Unnatur. Zurück aus dem Wald, wo Blätter verkümmern, Kronen sich lichten, Äste verdorren, Rinden aufplatzen, Stämme hinstürzen, Beute des Sturms, Opfer des Fortschritts, Geiseln des Wandels, Treibgut der Zeit. Zurück in der Stadt, wo strahlende Wände den Himmel verstellen und ihn verdoppeln, Türme aus Glas, Spiegel des Wechsels, Stelen aus Licht, Monumente der Dauer. Wer möchte leben ohne den Trost der Hochhäuser? Ja. Und es hat ja immer zu den Privilegien und zu den Aufgaben des Dichters gehört, nicht nur zu klagen, sondern auch zu preisen, zu rühmen. Und ein Gedicht versucht dies, die Natur zu rühmen, wirklich und wahrhaftig und aus vollem Herzen. Viel und leicht.
Von allem viel. Viel Birne, viel Zwetschge, viel Traube, viel Pfirsich, viele Tomaten, viel Rascheln der vielen trockenen Blätter, viel Haschen der vielen kleinen Katzen, viel Duft von viel Harz der vielen Pinien, viel Wind in den vielen Oliven, viel Silber, viel Rauschen, viel Blau in den vielen Hügeln, viel Glanz, viel Wärme, viel Reife, viel Glück. Vor allem leicht. Wie leicht sich das erntet, leicht löst sich die Birne, die Zwetschge der Pfirsich, leicht trennt das Messer vom Weinstock die Traube, leicht knurrend naht sich die Katze, sie lässt sich leicht die Beute abnehmen, es schreibt die rechte leicht gesperbert, die helle Brust des Vogels so leicht in der linken, die Flügel sehr dunkel, darin leicht gekurfte gelbe Handschwingen, ein Zeisig, viel leicht. Natur und Kunst, die scheinen sich zu fliehen, das hat Goethe einmal gesagt. Die können sich natürlich auch treffen in einem Gedicht, wenn alles gut geht. Wollen wir mal sehen, ob es beim nächsten Gedicht gut gegangen ist. Es ist ein sehr interessantes Gedicht, auch für mich sehr interessant, deswegen, weil es mir normalerweise so geht wie anderen Dichtern auch. Man bekommt die erste Zeile geschenkt, das ist ein Geschenk der Götter und was man daraus macht, ist dann eigene menschliche Arbeit und menschliches Tun. 5% Inspiration, 95% Transpiration, das ist so etwa das Verhältnis. In dem Fall bekam ich zwei Zeilen geschenkt und es waren nicht die beiden ersten, sondern ich wusste nicht genau, wo gehören die hin. Ich sage sie Ihnen mal, werd ich nicht nach Tarif bezahlt, wird ab sofort naiv gemalt. Das hat mir der Gott eingegeben und nun sagte er Gernhardt, mach was daraus. Was hat der Gernhardt daraus gemacht? Er hat es sehr hoch angesiedelt. A, natürlich hat es was mit Malerei zu tun. Dann nimmt man sich den besten Maler, den man kennt oder den größten, Pablo Picasso. Pablo Picasso ist das Ich, das da spricht, so viel ist klar. Wann diese Zeilen auftauchen, noch ist alles unklar. Eins ist aber schon klar, dieser reiche Reim, dieser Doppelreim, Tarif bezahlt, naiv gemalt, der muss natürlich durchgehalten werden und das bedeutete auch doppelte Arbeit an diesem Gedicht. Es ist ein sehr, sehr arbeitsreiches und dadurch möglicherweise auch ein sehr mitteilungsreiches Gedicht geworden. Hören wir mal zu. Der Maler Pablo Picasso schreibt an seinen Kunsthändler Daniel Henry Kahnweiler. Sehr geehrter Kunsthändler Kahnweiler, wir hatten einen Deal gemacht, der hat bis jetzt nicht viel gebracht. Erst habe ich blau in blau gemalt, Sie haben äußerst mau gezahlt. Dann habe ich es mit Rosé versucht, doch nichts im Portemonnaie verbucht. Nun also wären Kuben dran, Sie schaffen nicht mal Tuben ran. Werd ich nicht nach Tarif bezahlt, wird ab sofort naiv gemalt. Ja. Wir sind noch lange nicht durch, wir haben noch eine lange Strecke Weges vor uns. Wenn der Dichter mal in Fahrt ist, dann aber richtig. Mein Herr, Sie haben Brack bedacht, doch, und der hat nichts als Quack gebracht. Sie haben Juan Gris bezahlt und der hat ziemlich mies gemalt. Zwar stimmt es, dass die Pressewelt vor meinem Werk die Fresse hält, doch lässt mich unser Blätterwald samt selbsternannter Retter kalt. Wie wenig ein Verriss bewegt, hat eben erst Matisse belegt. Zwar hat er einen Schreck gekriegt, doch den hat rasch ihr Scheck besiegt. Solange sie ihm die Bilder zahlen, wird Henri wie ein Wilder malen, da jeder, sofern Wahres lacht, gern Schönes, Gutes, Wahres macht. Mit vorzüglicher Hochachtung, Pablo Picasso, Kunstmaler, PS. Ein Vorschlag zur Güte. Zunächst wird kräftig angezahlt, sodann wird wie Cézanne gemalt. Der Gegenstand wird klein gehackt und so viel Schotter eingesackt, dass jeder, der Picasso kennt, ihn nur noch Herrn Incasso nennt. Und auch hier wieder so eine Art Gegengedicht. Sie werden vermutlich so etwas wie in der Regie bei all diesen Gedichten merken. Ballade von der Lichtmalerei, auch ein Gedicht zur Malerei, in einem etwas anderen Ton gehalten. Ballade von der Lichtmalerei. Leg etwas in das Licht und schau, was das Licht mit dem Etwas macht. Dann hast du den Tag über gut zu tun und manchmal auch die Nacht. Sobald du den Wandel nicht nur beschaust, sondern trachtest, ihn festzuhalten, reißt du dich ein in den Fackelzug von Schatten und Lichtgestalten. Die Fackel, sie geht von Hand zu Hand, von Van Eyck zu De Hoogh und Vermeer. Sie leuchtete Kersting und Eckersberg heim und wurde auch Hopper zu schwer. Denn die Fackel hält jeder nur kurze Zeit, dann flackert sein Lebenslicht. Doch senkt sich um ihn auch Dunkelheit, die Fackel erlischt so leicht nicht. Sie leuchtet, solange jemand was nimmt, es ins Licht legt und es besieht und solange ein Mensch zu fixieren sucht, was im Licht mit den Dingen geschieht. Ja, das waren Liebe und Tod, Natur und Kunst. Und nun die Frage, was kann der Dichter von heute bedichten, was der Dichter von gestern noch nicht bedichten konnte? Rimbaud
Er hat mal die Forderung aufgestellt, man sollte absolument modern sein. Als Dichter von heute, ja, welche Modernität kann der Dichter von heute in Worte fassen? Zum Beispiel seine Umwelt, zum Beispiel seine Städte, nachdem er durch Metzingen gegangen war. Dich will ich loben, Hässliches, du hast sowas Verlässliches. Das Schöne schwindet, scheidet, flieht, fast tut es weh, wenn man es sieht. Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit, und Zeit meint stets, bald ist es soweit. Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer, das Hässliche erfreut durch Dauer. Er kann auch von den heutigen Menschen reden, die anders reden als die Menschen von gestern. Sie haben dieselben Beweggründe, aber die Gespräche gehen doch ein bisschen anders. Von gleich zu gleich. Weltweit die Reichen sitzen da und vergleichen. Da wir beim Geld sind, was kriegt eure Putzfrau? Wir haben jetzt eine neue aus Polen. Ihr auch? Und was gebt ihr da so in der Stunde? Was? 17 Mark? So verdirbt man die Preise. Unsere kriegt 12 und ist rundum zufrieden. Garçon, noch 2 Cognac und danach die Rechnung. Weltweit die Reichen sitzen da und begleichen. Die Getränke gehen auf mich, lass mal sehen. 4 Gläser Champagner, die Flasche Sancerre, danach der Petrus, der war lecker. Das Wasser und dann, was heißt das hier? Ach, Chateau d'Yquem. Der Kaffee, 2 Cognacs, nein, 4. Nicht zu danken, ihr Lieben, man gönnt sich ja sonst nichts. Und schließlich kann er eine Frage stellen, die vor diesen 2 Kriegen noch nicht stellbar war. Frage: Kann man nach 2 verlorenen Kriegen, nach blutigen Schlachten, schrecklichen Siegen, nach all dem Morden, all dem Vernichten, kann man nach diesen Zeiten noch dichten? Die Antwort kann nur folgende sein: 3-mal nein. Und schließlich gibt es eben diese Medien, eben dieselben Medien, die den Dichter ja auch bedrängen und die ihm das Gefühl geben, er hänge einer längst vergangenen oder vergammelnden Kunst nach. Auch diese Medien geben ihm ja Stoff zum Dichten. Er muss es nur sehen und herausnehmen aus den Zusammenhängen, die ihm da jeden Tag um die Ohren geschlagen werden. Ich gebe 3 Beispiele. Da ist einmal die Presse. Die Frankfurter Allgemeine las ich am 7.6.1995. Ich las natürlich auch den sehr gelobten Sportteil und stieß dort auf ein Steffi-Graf-Interview, das es mir antat. Ich lese mal erstmal ihre Statement vor und dann erzähle ich, was ich daraus gemacht habe. Steffi Graf sagte dem Reporter nach dem Spiel gegen Gabriela Sabatini war das: Ich war vom ersten Punkt an voll konzentriert, ich habe extrem beständig gespielt, ich habe perfekt serviert, ich habe auf den richtigen Moment für den richtigen Schlag gewartet und bin ans Netz vorgerückt, wenn ich es musste. Und das sind nun Sätze von einer Glaubensgewissheit und von einer Makellosigkeit, die in mir also das Gefühl eines Numinosen und eines Religiösen erweckten, und ich machte daraus ein Steffi Graf Gospel. Ich habe diese Zeilen so, wie sie sind, eingebaut. Sie werden sie wiedererkennen. Erzähl uns, Steffi, wie hast du gespielt? Ich war vom ersten Punkt an. Was warst du? Voll konzentriert. Das warst du bei Gott. Ich habe extrem beständig. Was hast du gespielt? Beim Himmel. Das hast du getan. Ich habe perfekt serviert. Halleluja. Ich habe auf. Was hast du, Schwester? Den richtigen Moment für den richtigen Schlag gewartet und bin ans Netz vorgerückt. Dein Mund spricht die lautere Wahrheit, Schwester. Nur sag uns, Schwester, wann, Schwester, bist du ans Netz vorgerückt? Wenn ich es musste. Wenn du es musstest, so war's, Schwester. Amen. Dann ein Gedicht, das sich dem Fernsehen, dem vielgeschmähten Fernsehen verdankt. Ich saß vorm Fernsehapparat, als Italien gegen Mexiko spielte, Fußball-WM. Und es war der 28.06.94, das ist auch schon der Titel des Gedichts, und so fängt es an und so geht es weiter. Wäre ich schwul, ich verliebte mich in den mexikanischen Torwart. Denn sei doch mal schwul, verlieb dich doch in den mexikanischen Torwart. Schweig stille, mein Herz, was faselst du da vom mexikanischen Torwart? Wie sähe denn das aus? Ich und verliebt in den mexikanischen Torwart. Verzeih, liebe Frau, ich lebe ab jetzt mit diesem mexikanischen Torwart. Hallöchen, Jungs, begrüßt mein Freund einen mexikanischen Torwart. Ist hier noch was frei für mich und den Herrn, jenen mexikanischen Torwart? Grüß Gott, Herr Kaplan, wir wären gerne ein Paar, ich und dieser mexikanische Torwart. Herz, du spielst falsch, du denkst nicht an mich und schon gar nicht an den mexikanischen Torwart. Denn tätest du das, bedächtest du auch, was derweil aus dem mexikanischen Tor wird. Darum werde ich nicht schwul. Ich verlieb mich auch nicht in den mexikanischen Torwart. Ich bleib treu und normal und du, mein Herz, gehörst einer deutschen Hausfrau.
zwei von den drei großen Medien haben wir schon, die Presse und das Fernsehen. Und jetzt kommt noch der Funk dran aus einer Sendung des Kirchenfunks. Ein Zitat, das ich so gleich aufschrieb, weil man so etwas Schönes nicht jeden Tag hört. Das Zitat vorneweg: Die Kirche muss endlich jene frauenfeindlichen Erblasten aufarbeiten, die durch spätantike Männerkreise in die ursprünglich frauenfreundliche Botschaft Jesu hineingetragen worden sind. Und es waren natürlich die beiden Worte spätantike Männerkreise, die mich elektrisierten. Sowas hat ein Rilke noch nicht zu hören bekommen und in 50 Jahren ist das möglicherweise auch schon wieder unverständlich. Und da dachte ich, ich muss jetzt hier als Dichter wie der Bernstein, das Insekt, diese beiden Worte einschließen und überliefern. Couplet von der Erblast, ja, zwei Strophen. Ich sage das deswegen, weil manche denken, nach der ersten sei es schon zu Ende, aber wir müssen da durch, es geht noch weiter. Also, spätantike Männerkreise haben Jesu Wort verbogen, haben seine frohe Botschaft korrumpiert und umgelogen, korrigierten Evangelien, kujonierten die Gemeinden, überließen Führungsposten unverstellten Frauenfeinden. Herr, wer ritt uns in die Scheiße? Spätantike Männerkreise. Es geht noch weiter. Spätantike Männerkreise, eure Stunde hat geschlagen. In der Kirche haben Schofis Gott sei Dank nichts mehr zu sagen. Musste in der Spätantike alles um euch Männer kreisen, wirft man eure Erblast heute hohnlachend zum alten Eisen. Und wer spuckt euch in die Suppen? Postmoderne Frauengruppen. Wir sind in der Schlussgeraden angelangt. Noch einmal soll das lyrische Du angesprochen werden, noch einmal kommt das lyrische Ich zu Wort und dann haben wir diesen Teil hinter uns und können uns dann endlich der Diskussion widmen. Immer, immer einer behender als du. Du kriechst, er geht. Du gehst, er läuft. Du läufst, er fliegt. Einer immer noch behender. Immer einer begabter als du. Du liest, er lernt. Du lernst, er forscht. Du forschst, er findet. Einer immer noch begabter. Immer einer berühmter als du. Du stehst in der Zeitung, er steht im Lexikon. Du stehst im Lexikon, er steht in den Annalen. Du stehst in den Annalen, er steht auf dem Sockel. Einer immer noch berühmter. Immer einer betuchter als du. Du wirst besprochen, er wird gelesen. Du wirst gelesen, er wird verschlungen. Du wirst geschätzt, er wird gekauft. Einer immer noch betuchter. Immer einer beliebter als du. Du wirst gelobt, er wird geliebt. Du wirst geehrt, er wird verehrt. Dir liegt man zu Füßen, ihn trägt man auf Händen. Einer immer noch beliebter. Immer einer besser als du. Du kränkelst, er liegt da nieder. Du stirbst, er verscheidet. Du bist gerichtet, er ist gerettet. Einer immer noch besser. Immer, immer, immer. Und zu guter Letzt ein Gedicht, das eigentlich uns alle in die Stille entlassen müsste, aber das vermag ein Gedicht ja dann doch nicht, obwohl es durchaus die Tendenz dazu hat. Sie werden gleich hören, was ich damit meine. Ach, ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind herein. Woran soll es gehen? Ans Sterben? Habe ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln. Na, das wäre ja gelacht. Interessant, so eine Sanduhr. Ja, die halte ich gern mal fest. Ach, und das ist Ihre Sense und die gibt mir dann den Rest? Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links, von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus. Bis zur Grube. Und wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt es die irgendwo zu kaufen? Ein so ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage, womit ich nur sagen will. Ach, ich soll hier nichts mehr sagen. Geht in Ordnung, bin schon